Na, dann stell dich mal. Call our guys south of the border. Tell them there's a fire sale. Ich weiß nicht ganz, wie der Plan aussieht, aber ich werde irgendwas Witziges da machen jetzt. Flieg zu dem Frachtflugzeug. On my way, null Problemo. Werde ich die dann nicht vergasen, sondern... Ihr wisst ja, wie ich das meine. Also werde ich irgendwas Witziges hiermit jetzt abwerfen. Hoffentlich. Vielleicht hätten wir noch darüber gesprochen. Vielleicht hätte ich die zu Ende reden lassen sollen. Vielleicht sollte ich nicht so lange Pausen zwischen den Aufnahmen machen, damit ich noch wüsste, wie fliegen geht. Ah! Um Gottes Willen. Kann ich hier Radio hören? Ja. Gib mir Radio. Ah, das ganze Spiel kennen wir ja. Das ist definitiv unter dem Radar. Machen wir jetzt echt irgendwas Bescheuertes mit dem verkackten Militärstützpunkt? Ach, jetzt weiß ich wieder, wer Meriwether ist. Ach, den haben wir mit dem U-Boot die Dingens da geklaut. Folge dem Frachtflugzeug, aber bleib dabei dicht. Holy fuck! Hab ich mich erschrocken. Das probieren wir jetzt nochmal. Oh Gott, da kommt da auf einmal so ein Pole. Jetzt würde ich gerne nochmal die Wiederholung sehen, um zu gucken, ob die da schon die ganze Zeit war oder ob die aufgeploppt ist. Weil, ich habe schon so richtig geile GIFs gesehen. Von Leuten, die gegen Dinge geflogen sind, die erst entstehen, nachdem sie tot sind. Okay, wir haben ein ganz großes Problem. Ah ja, doch nicht. Alles cool. Ach Gott. Kann ich mal die Dingens da einfahren? Oder geht das hiermit nicht? Ja, geht hiermit nicht. Was ist das für ein Scheißflugzeug? Ich kann hiermit nicht die Sprühdinger da einfahren. Das Gestell da unten. Ja, kann ich nicht einfahren. I'm so sorry. Egal, die holen wir uns jetzt, aber ohne irgendwo gegen zu fliegen. Das ist das Problem, wenn man versucht, möglichst niedrig zu fliegen. Dann fliegt man notgedrungen auch gerne mal irgendwo gegen. So, diese komischen Dinger waren da nämlich hier. Ja, kriegen wir schon hin, Ron. Immer geschmeidig. Mal tiefen Zug Helium und der Löpp der Hase. Oh, das war gemein, dass die und mich jetzt hier gerade über diese die Tiefe haben fliegen lassen. Weil das Radar geht ja immer irgendwie offenbar mit dem Boden mit. Das heißt, wenn der Boden tiefer wird, muss ich auch tiefer fliegen. Mich irgendwie anzeigen. Habt ihr das gesehen? Oh, was für eine Reflection! Dann fliege ich drumherum. Da hinten ist das Flugzeug, ihr seht. Okay, wie ist der Plan? Oder folgen wir dem weiter jetzt einfach? Nicht, landet dazu nicht bei der Militär. Echt mal, das kriegen wir schon hin, ey. Bleibt doch mal geschmeidig. Was soll das? So, ich bin halt jetzt mal geschmeidig umflogen. Alles ist ungeschmeidig. So, und jetzt werden wir uns das da oben mal besorgen. Wie, weiß ich noch nicht. Vielleicht warten wir auch, bis das landet und rocken dann alles. Nee, Moment, auf dem Boden wollten wir ja nicht. Okay, wie könnte der Plan lauten? Ha. Mich immer echt interessieren. Ich glaube, ich bleib mal über der Straße. Ronald! So, der wollte doch gerade mit Ron sprechen, oder nicht?
Boah, das ist mal eine lange Flugmission. Oder die Waldfee. Bleib mal am besten über Wasser, ey. Da ändern sich wenigstens die Begebenheiten nicht so krass die ganze Zeit. Das Problem ist, dass ich dann eventuell dem blöden Frachtflugzeug nicht so nahe komme, wie ich es gerne wollen würde. Ah, tricky mission. Jetzt kommen ja auch noch so hohe Bäume. Ja, geht aber klar. Verstehe ich nicht. Ja, gerade war das aber noch easier. Uiuiuiui. You speak to Oscar? The Mexicans? This deal on? I've let them know it's in the works. The works? I'm not risking life and limb for a shimminate soul. Are you sure? It's just Oscar don't like getting messed with. Do the deal. The guns are good as ours. Ja. Okay. Definitiv. Also, Selbstvertrauen hat er, der gute Trevor. Uiuiui, das ist knapp Geschichte, was ich hier gerade mache. Und möglicherweise ein Selbstmord. Wir werden es sehen. Ohohohoho. Ich habe dann aber das Gefühl, dass wir dem Ganzen da näher kommen. Das wäre jetzt ein bisschen schwierig. Okay, doch nicht so schwierig, wie ich dachte. Doch so schwierig! Leute, das war richtig, richtig schwierig. Fliege dicht an das Heck des Frachtflugzeugs. Beziehungsweise knapp. Ich weiß nicht, ob es schwierig war. Vielleicht war ich einfach nur. This is Captain T in a 1989 Crop Duster. Just enjoying the beautiful San Andreas weather. Unidentified aircraft. Divert your course or we will be forced to shoot you down. Shoot me down? Now that's not very sociable. Oh. Wenn die mich jetzt echt abschießen? I'm scared. Ich habe Angst. Weil den bin ich. I'm gonna take my chances, pal. Was ist denn jetzt genau der Plan? Ich soll da reinfliegen? Are you fucking kidding me? What's wrong with you? Oh my good God! Yes, Junge! Oh mein Gott! We got a cop sitting in the cargo jet! Bleib in Deckung! Okay, wer schießt noch auf mich? Okay, da hinten sind aber noch Leute. Doch, da schießt noch einer. Und da links noch einer. Den hole ich mir jetzt auch. Klar. Bam. Oh, da sind ja noch mehr Leute. Oh, 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 oh. Mir geht's nicht so gut, wie es mir gehen sollte. Egal. Oh, oh. Yes, we do. We are the pilot. Meriwether cargo jet to ground control. Please be advised of a change of destination. We are now landing in Mackenzie Field. Ja, Siggi! Changing frequency. Over. Ronnie, the cargo jet is now part of the TP Enterprise fleet. You with the Max? Ah, scheiße, den Geflohenen habe ich komplett vergessen. Looks like a problem. Oh, oh. Attention, Meriwether Jet. We're under orders to escort you to base. Change course or we will engage. Oh, or you could diddle yourself. Hey, Ron. So, the freaking Air Force are on me. They deploy jets. Try and fly over them, team. Fly above them.
soll ich denn über die fliegen? Was ist denn das für ein Trick? Ich kann doch hiermit nicht höher fliegen als mit einem verkackten Jet, oder? Oder doch? Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung. Takedown is authorized. Change bearing or we will engage. I don't think you understand the effort I've gone to be here, pal. Immer weiter steigen. Immer weiter steigen. Ich habe Angst vor den Jets. Oh Gott, ich kann mich so leicht blenden. Was ist deren Plan? Was machen die denn da? Dass sie nicht langsam mal in die Nähe kommen von dem, wo ich... Springen! Oh. Oh Gott, das will ich mir angucken, wie das Ding runtergeht. Nein, nicht Kamera zurücksetzen, ich will mir das ansehen. Ja, den Fallschirm können wir immer noch öffnen, warte mal. Wo geht das Ding runter? Im Meer? Ja toll, ich hätte einfach Kreis drücken müssen. Ab wann muss man denn so einen Fallschirm öffnen? Ist noch alles easy, oder? Ja, komm. Oh. Oh oh. Oh! Das war knapp. So, das war ja mal wieder ein erfolgreicher Auftrag aller Trevor. Mein Gott, ey. Fliegen auf vier Rädern. Was soll das heißen? Was soll das bedeuten? Das war jetzt im Ernst der Auftrag. Dafür werden wir noch richtig auf die Eier bekommen. Trevor! Shit, are you okay? I saw the plane go down. I survived, and Lizard Army didn't do so well, so that's something. Ah, thank God! The fuselage went into the Alamo Sea. You might be able to salvage the hardware with dive gear or something. Ah, good idea! But it'll take time. Tell Oscar he ain't getting these guns. Okay, look, I gotta ask. Are you in with the federal government? An agent, Sanchez, was round here saying you and Michael had to meet his supervisors at the garage. The cook site. Fuck, I gotta do this, okay? But I'm using them, all right? They ain't using me. Let's make that clear. Ow. Ja, geiler Scheiß. Okay, was soll ich denn jetzt alles machen? Warte mal kurz. Lass mich mal kurz auf die Map schauen. Wir haben da einerseits mich. Wir haben andererseits... Ach, dieses verkackte FIB. Und wir haben Fremde und Freaks. Ganz neue. Ich möchte Fremde und Freaks kennenlernen. Ich möchte nicht mit so einer behinderten Mikro-MP durch die Gegend laufen. Wer bin ich denn? Trevor oder was? Ja, ich bin Trevor. Scheiße. Boah, hier sind wieder nur so Kackautos, die mich ankotzen. Ja, ich brauche dein Kackauto, das mich ankotzt. You don't want a carpool with me. Shit. Hillbilly Country. I missed you. Fucking typisches Redneck Radio.
Ja, FIB kümmern wir uns später drum. Erstmal Fremde und Freaks kennenlernen. Ich stehe auf Fremde und Freaks. Fremde? Guten alten Fremde. Cletus. Ich habe Patricia in deinem Wohnwagen einen Kuchen dagelassen. Es freut mich, dass du mit einer wunderschönen Frau sesshaft geworden bist. Fucking Idiot. Ich bin ausgezeichnet gefahren. Ja, was geht hier ab? What the fuck geht denn hier ab? Smell any funny spices? Я ничего не вижу, босс. Эй, предъяви документы. What? Паспорт давай, ебарь, мам. I don't fucking understand you. А, да ты по-английски не шаришь? Что за хуйня с тобой? Я говорю, паспорт покажи. Все вы нелегалы как один. Ты по гражданским арестам, ты понял? Америка — страна возможностей, а я воспользуюсь возможностью послать тебя обратно через границу, откуда ты приперся. What? Very good, Joseph. Real fine. We'll make a civilian protector of our nation's borders from undesirable elements of you yet. Sorry, citizen, just a training exercise. Ah, okay. Well, I'm so glad that you patriots are out here defending this fine American desert. Sand! Well, thank you. When you could be in town fucking some girls and further destroying the gene pool! Hey, there's a real problem here. Да, люди, мотивированные необходимостью прокормить свои семьи, едут сюда работать по-черному за копейки и прут в эту страну! It's a disaster! And that's why we form the Civil Border Patrol. Oh, lol. What the fuck? Wait. My Patriot meter's going off. Come on, both of you. We've got some illegals over them hills. Come on, you drive. You drive, let's go. Drive, get in the back. Wo sind wir da denn jetzt schon wieder reingeraten? Jetzt mal ganz im Ernst, hat der gerade den Hitlergruß gemacht? Und außerdem, wieso redet der verkackt nochmal in einer anderen Sprache und ist wahrscheinlich selber ein Ausländer? Oh mein Gott, das ist wahrscheinlich der Witz. I'm Joe, that there's Joseph. Trevor. Okay, Trevor. Well, it's saying we need to head for the Yellow Jack Inn. Oh, good. They love me in there. I'm definitely getting a strong reading. The Patriot meter predicts undesirables with up to 79% accuracy. See? Surely this is a sick joke. I mean, I love hanging with freaks, but you two losers cannot be for real. Unfortunately, this is as real as it gets. These people are criminals who threaten our way of life and drive down our property prices. Они думают, что могут приехать сюда в поисках лучшей жизни для себя и своей семьи. Это противоречит Конституции. Come one, come all, I say. This country's got bigger problems to deal with. Well, that's because you've been brainwashed by the secular media. Don't you worry, though. We'll convert you. My brother showed some, well, let's just call it sexual weakness in his younger days. But now he's a happily married man with three children, and he rarely acts out. Hey, if you do well in your civil border patrol trial, we will, of course, pay you for your time. Last time I looked, this was still a service-driven market economy. This I have to see. Aber hallo. Ja, schön, da wurde wohl ein Schwuler konvertiert. See if you can flush him out, Trevor. Is there any place in the world I'd okay, dann wollen wir doch mal. Then drunk as a skunk at the Alamo Sea. Said to the wife, bitch, I'm going out for a snack. That was 10 years hallo, Freunde. Ago and I ain't been back. You don't bother me. Oh, this is pointless. Everyone in here has done something illegal. I'm looking forward to getting a workout this weekend. Gotta stay in shape to the good. Trevor, get out here now! What getting hits up? They're in that car! Let's go! Come on, Trevor! Stoppe das Auto der Band. Go! Let's bring him in, boys! Here, take the stun gun! Really? Nobody needs to die here. We're civilized people. Mariachi singers, the worst of the bunch. You know, you can't take a subway in peace in Liberty City these days.
Hold on your pointed hat! We're taking the scenic route! Bali Tilly! Wie soll ich denn mit der Karre hier irgendwas kriegen, ey? They're having a lot more fun in their car. Look at them, drunk out of their minds, on Uncle Sam's dime. И население страны и осквернение коренного населения. Это не по-американски. Hey, you, stop the vehicle! This is a citizen's arrest! Well, of course they wouldn't understand me, now would they, Joseph? Они отказываются ассимилироваться. Das ist so ein Bescheid. They come here taking our job. Taking our jobs have been stolen. No, some of them are doing two or three thankless low paid jobs to support their families. It's in our Jetzt mal ganz im Ernst, wie kriege ich die denn jetzt angehalten? Oh oh. What have you been on the wacky backy? Look, now's our chance. Go subdue those illegals, Trevor. I want to see how you handle that stun gun. Alles klar, kein Problem. Странные люди. Dios mío. Sorry about that, pal. Don't apologize to them. They're the ones breaking the law here. Okay, okay. I do what you say. Hijo de la chingada. Oh, very nice, Trevor. Respectful but firm. We can handle it from here. Get in the vehicle. You've had your fun. It's time to go home. Muss ich da jetzt irgendwas zu sagen? Wie geil ist das? I go with you. You don't like music? Последний раз взгляни на свободный мир. What is wrong with you? Tja. Und da haben wir mal gesehen, wie verrückt manche Leute sind, die grundlos gegen ausländische Einwanderer Stimmung machen. Ach, nee, 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 das war witzig. Jetzt haben wir mit dem auch noch einen neuen Kontakt. Ich bin begeistert. Abgeschlossen Silber. Yes. Oh. This car's gonna be parked outside your house. Was machen wir denn jetzt? Ah, ja, jetzt können wir uns mit dem Federal Investigation Bureau treffen. So, sorry. Los geht's mit dieser geilen Karre, die immer noch zwei Ammunition. Fallschirm! Wir freuen uns, den Ammunition-Kunden Fallschirme anbieten zu können. Hammergeil, Junge. Trevor, ein paar von Mr. Changs Leuten waren bei dir zu Hause, sahen viel härter aus als die Jungs, die du in der Bar getroffen hast, und sie wollen mit dir reden. Oh je. Martin, Michael DeSanta hat dich für einen Job empfohlen. Es wäre klug zu Rancho La Fuerte Bianca an der Senora Road zu kommen. Ich glaube, das ist schon ein bisschen veraltet. Hey, hey you! Buddy! Can you do us a massive favor? It's the little lady's birthday and we are really fucked up. Can you drive us back to our motel? Our car's right there. Just give us a ride, man. No problemo! Da war doch noch was. You two are a hot mess. I love it. You're a legend, bro. Get in the back. Out of your way. Baby, don't breathe whiskey on the nice man. Bro, where can I take you two black down, young lovelies? Wollen wir doch mal die Kulturtypen suchen. Wo waren die denn noch mal da oben? Oh Gott, das ist wieder so ewig weit. Ah, fuck it. Das machen wir jetzt aber. Thank you so much. Ja, betrunken bei irgendwelchen Leuten einsteigen ist immer eine geniale Idee. Bloß kein Taxi rufen. Ups. Dude is wasted as we are. If I didn't have to work for a living, I would just play with them all day. Oh, you so bad. Oh, that tickles. Abby. Yeah, you like that? Just wait till we get back to the motel. I'm gonna get medieval on those puppies.
und nicht den Überfall. Oh Gott, you know what that does to me? Shift that sweet little ass over here. Let the wolf see the rabbit. You smell like cigarette and buffalo wings. It's making me so horny. Come on. Give me a slice of that giblet pie. Oh mein Gott! Guck mal da hinten rein! Oh mein Gott, die poppen gerade! Im Auto! Glaube ich zumindest. Ich kann es nicht hundertprozentig erkennen, aber irgendwas bewegt sich da auf jeden Fall. What are you crazy kids doing back there? Ups. Tell you what, while you're sweeping the front porch, why don't I work on her back plumbing? Sorry. Guck mal, wie die hart am Vögeln sind. Ich wollte eigentlich nur die Kameraperspektive wechseln, sorry. I tell you what, while you're sweeping the front porch, why don't I work on her back plumbing? Huh? What did you say? How about I suck those kidney stones right out of your balls, big guy? Get this party really started. Wow, okay, man. It's cool. Stop. Trevor hat auch mal die charmanteste Art. This would be the best birthday ever. I'm so sleepy. I don't remember it being this far away. I know, I don't recognize anything. You never made it back without this guy. Yeah, you save your energy for the hotel room. $40 a night, we're gonna get our money. Tja, ihr kleinen, liebestollen, Wahnsinnigen. Ihr werdet euch noch richtig freuen. Und diesmal haben wir wenigstens keine Polizei am Sack. Und diesmal kriege ich euch auch wirklich bis dahin. Auch wenn es mich Tage dauern wird. Aber ich werde den Kult mit weiteren Mitgliedern versorgen. Denn das ist, wofür ich stehe. Ich frage mich, was das jetzt wirklich für ein Kult ist. Mal gucken, ob wir jetzt gleich mal tatsächlich was darüber lernen. Ich weiß nur, dass beispielsweise GTA... Also Rockstar vorher noch so eine Fake-Internetseite gebastelt hat. Wo man sich über den Kult informieren kann. Oh, das war jetzt ehrlich gesagt keine Absicht, aber der war nun mal im Weg. Das, naja, passiert. Und das war auf jeden Fall recht witzig. Das ist so eine typische Kultgeschichte halt, von wegen... Taten werden vergeben und so weiter und so fort und glauben. Aber ich kann mich da nicht mehr so hundertprozentig dran erinnern. Was für ein Tunnel. Interesting. Ich hätte gerne, wär witzig, wenn wir ein Taxi bestellen könnten. Was hören wir da jetzt eigentlich schon wieder? Das ist mir schon wieder viel zu gefährlich, fällt mir gerade mal so auf. Boah, ich habe letztens so ein geiles Video gesehen. Die krasseste Verfolgungsjagd in Grand Theft Auto 5. Boah, ich sag euch, das war richtig geil, wie der das gemacht hat. Er hatte die ganze Zeit die Polizei am Sack, aber ist so geil über die Berge gefahren. Yeah, I'm pretty sure our hotel wasn't up a mountain. Ah, don't worry. Just wanted to show you lovebirds the most romantic little spot in the whole county. Now you're talking. What you say, babe? Start on a little nature documentary out here? I don't know. I just want to go home now. Oh, you'll love this place. We'll really bring you close together. Hell, fella. What do you got? I heard you're interested in taking care of some lost travelers for a price. And so it is. So it is. Leave the body, take the gold. Come on. 2000. Ich würde mal sagen, habe oder nicht haben, das ist doch mal ein vernünftiges Geschäft. Oh, ich würde gerne mal was probieren. Akolyt der Altruisten. Wartet mal, ihr kleinen geilen Typos. Jetzt bin ich gespannt. Believe it or not, I need a cab. On its way, sir. Thanks for calling. Much obliged. Jetzt bin ich aber wirklich mal gespannt, ob der hinkommt. Aber was ich noch sagen wollte, diese geile Verfolgungsjagd mit der Polizei in dem Video war so awesome. Der hatte einen geile schnelle Car und so weiter und so fort. Cool. Aber der hat die ganze Zeit mit diesen C4-Sprengstoffen um sich geworfen beim fahrenden Auto und hat damit die ganze Zeit Polizisten und sogar Helikopter getroffen. Der hat Michael halt gehabt, womit er die Zeit anhalten konnte. Aber das war schon
richtig fucking awesome. Kommt jetzt hier eigentlich wirklich ein Taxi hin oder stehen wir jetzt hier nur dumm rum die ganze Zeit? Entschuldigung.